Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Avorion Nummer 91. Und ja, ich habe schon eine Folge aufgenommen gehabt, ist ein Missgeschick passiert. Hat das mit dem Ton nicht so geklappt. Da habe ich nochmal zurückgespielt auf dem alten Spielstand. Allerdings hat das auch nicht so richtig geklappt, ich weiß nicht. Ich war im anderen Sektor, ich habe mich jetzt hier in diesen Sektor zuletzt mal wieder reingesetzt. Und ja, ich weiß aber nicht, es passte nicht so ganz übereinander, glaube. Also... da ist jetzt was schief gelaufen, aber ich sag mal, das soll uns jetzt auch egal sein. Ich guck mal hier rein und kaufe noch was ein, wenn noch was geht. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir diesen Dingens noch kaufen. Den, sag schon. Die Kontrollsysteme hatten wir letztes Mal gesagt, kaufe ich hier alle auf. Aber jetzt habe ich irgendwas anderes noch dazu gekauft. Überraum hatten wir auch. Standardhandelssystem kaufen wir auch noch auf. So, den Rest hatten wir nicht gekauft oder wollten wir auch nicht kaufen. Sowas hier ist kein R dabei. Das war es dann. Dann sind wir abgedreht. Also das... Achso, wir sollten vielleicht dann auch noch so einen Sender kaufen, ne? Das hätten wir jetzt nicht gemacht, glaube ich, ne? Das sollten wir vielleicht noch tun. Ausrüstung und hierbei ist der Sender der Handelsgilder. Ich gehe davon aus, dass wir keinen haben, weil das war davor. Ich kaufe mal einfach ein. Ja, Mission aktualisiert die Handelsgilde, das geht also. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir wollten dann zur Forschungsstation. Die ist da oben. Und noch ein bisschen was umbauen. Hatte ich alles in der anderen Folge schon gemacht. Hat gut geklappt. Leider nicht der Ton. Ich hoffe, dass es diesmal alles so klappt, wie es soll. Aber der werde das merken, wenn es hochgeladen ist. Aber es sieht erstmal gut aus. So, da ist die Forschungsstation. Interagieren, da müssen wir auch docken. Da sind Docking Ports. So, dann schauen wir mal rein, was wir alles haben, ne? Forschen. Ja, zig Sachen haben wir ja gekauft hier. Das zum Beispiel können wir reinsetzen und verbessern. Das war 1 und 1 bei 350 Megawatt. Das ist jetzt 1 und 1 bei 318. Okay, das war jetzt nicht so der Bringer im Endeffekt. Hier haben wir jetzt 1 und 1 bei 300 Megawatt. Gibt es auch noch ein paar von, machen wir auch gerade da rein. Und 1 und 1 bei 300 Watt. 2 und 1 bei 240 Megawatt, okay. Da haben wir noch 2. 1 und 1, 200 Megawatt. Achso, hier sind sowieso noch 3. Das bedeutet, wir machen das nochmal. 1 und 1, 300 Megawatt. 1 und 1, 200 Megawatt. Machen wir da. Hoffen, dass was Positives rauskommt. Leider nicht. Das war jetzt nicht so toll, aber naja, das passiert halt auch. Hier haben wir noch einen. Ne, geht nicht. Aber hier sind Überraumgeschichten. 9er. Hier ist es ein Sektor. Und Sprungreichweite also. Ach, da sind noch mehr. Ja komm, machen wir mit Cooldown etc. Wiederaufladenergie 9. Da haben wir jetzt Überraum Cooldown dabei gekriegt. Jo, das ist nicht schlecht geworden, ne? So, jetzt haben wir hier 5 von denen. Dann machen wir alle 5 da rein. Kann man das irgendwie mit einem Doppelklick machen? Ne. So, das ist 1 und 2 bei 250. Jetzt sind wir also 125. Ja, Wahnsinnsenergieverbrauch da oben, aber ist halt so. So, von den Dingen haben wir jetzt noch 3, kriegen wir also nicht mehr hin. Hier haben wir aber jetzt noch die Bergbausysteme, schmeißen wir da auch rein. Und hier sind noch 2. Und gucken wir, was da rauskommt. Otrinium ist daraus geworden, sehr interessant. Reichweite 3,6, Asteroiden 8, naja.
Jetzt haben wir das schon mal durch. Jetzt haben wir hier noch 7 Handelssysteme, die nehmen wir noch mit. Die stehen auf 3-mal Nein und 1-mal Ja, ne? Einmal Ja und 3-mal Nein und kommt dann 2-mal Ja raus. Sehr gut. Jetzt haben wir hier Gravitation, Lasergeschützturm. Das ist jetzt nichts. Dann gehen wir in die grüne Geschichte rein. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Da können wir 2-mal machen. Da müssen wir nur gucken, was wir sinnigerweise machen. Also ich glaube, wir nehmen erstmal diese 4 hier. So, und da gibt es schon Sprungreichweite 2 und 4. 2 und 4 mit 14. Und was ist das da? 16. Okay, dann ist der ja schon ziemlich nahe dran. Ne? Dann machen wir den da mal rein und 3 und 7 und 17, okay. Und die anderen mischen wir jetzt einfach rein. Ja, das ist ziemlich gemischt, was da Unterschiede gibt. Und was kommt raus? 3, 5, 7 und 3 plus. Gut. Jetzt haben wir hier noch Geschützkontrollsysteme, 8 an der Zahl. Die packen wir da auch rein. Gut, vorher schon mal die los. 2 und 1. Jetzt haben wir hier 1 und 1 und da haben wir 2 und 1. Machen wir aber auch da rein. Nicht lange fackeln. Was war das jetzt? 1 und 1 und 2 und 1. Was kommt raus? 2 und 1, aber Megawatt anders. Das war jetzt nicht so toll, aber egal. C43 haben wir hier so, aber Handelssystem haben wir noch. Machen wir auch noch. Können wir einmal machen. Fast 2-mal. Das war jetzt. Ja, ja, nein, nein. Ja, ja, ja. Handelsroutensektoren einer dazu. Gut. So. Jetzt haben wir hier Scanner-Upgrade 2-mal. Und das ist ein C43-Detektor. Und 4-mal das Handelssystem. Wenn ich da jetzt einen Scanner reinschmeiße, ne? Ich probiere das einfach mal, ne, oder? Vielleicht wird die Reichweite dann besser. Scanner-Reichweite plus 69%, plus 65%. Ja, ist egal, machen wir den jetzt hier rein. So, und das zeigt Preise aller Sektoren. Mal gucken, was Schickes da rauskommt. Naja, okay, hat er gemacht und ist gut. Ja, 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 zeigt Handelsrunde im Sektor 6, zeigt Preise aller Stationen im Sektor. Ich glaube, das ist Standard. Gut, dann, was haben wir denn hier noch? Maschinengeschützturm. Doppellasergeschützturm. Oh, hier mal dreifach. Da, machen wir, da sind so viele von da. Da können wir einmal einen reinballern, dass der blau wird, oder? 28, 7, 3, 3. 28, ne? Das ist 40. Aber das ist, glaube ich, besser geworden. So, was haben wir denn noch? Maschinengeschützturm, Doppellasergeschützturm, dreifach Maschinengeschützturm. Fliegt da rein und der Maschinengeschützturm, der einfache, kommt dann da auch noch bei. Und was haben wir noch als Top? Das war Maschinengeschützturm, aber das ist Trinium, das will ich jetzt nicht da rein tun. Doppellasergeschützturm, dann probieren wir den noch dabei zu nehmen, oder? Und zack, was kommt raus? Dreifach Maschinengeschützturm in blau. Gut, ich denke, ist auch nicht verkehrt. So, C43 haben wir hier leider nur 4-mal, nicht 5-mal. Hier haben wir auch keinen Hyperraum mehr. 3 Geschützkontrollsysteme haben wir hier. Können wir auch nichts machen. Handelssystem fehlt leider einer. Ja, da können wir leider nichts machen. Waffentechnisch wäre dann noch zu überlegen, ob wir hier was auch mischen. Dreifach Maschinengeschützturm würde ich da reinstecken. Maschinengeschützturm würde ich auch reinstecken. Dreifach Maschinengeschützturm würde ich auch reinstecken. Der Bergbau natürlich nicht. Eisenabwracker auch nicht. Doppelmaschinengeschützturm würde ich da auch reintun. Gravitationsgeschütze, Gravitationsgeschütze, Titan nicht, nicht. Einer von den beiden. Ja, spielt, glaube ich, keine Rolle, oder?
Ich mache einfach den da rein und gucken, was wir kriegen. Einfach Maschinengeschützturm haben wir gekriegt. Schaden 2, naja. So, haben wir hier noch was Besonderes? Oh, hier gibt es auf jeden Fall das. 4 Stück von. Das war jetzt 4 plus 2 und der hat hier 3 und 1. Jetzt pass auf, kommt 3 und 1 raus. 5 und 2, okay. Batterien sind nur 2, das andere ist alles nicht oft genug da. Hier oben auch nicht, aber wir könnten ja nochmal hier reingucken. Dreifachmaschinengeschützturm, Doppelgravitationsgeschützturm. Also was, die packt da mal alle schon mal rein. Ich glaube, die werden wir sowieso einmal machen, oder? Das ist ein Eisenbergbaugeschützturm. Das ist ein schlechtes Ding. Den können wir, hoffentlich kriegen wir nicht ein Eisen da raus. Aber warte mal, wir nehmen den wieder raus. Vielleicht wird das ein R dadurch. Das können wir ja auch nochmal testen dann. Dreifachmaschinengeschützturm. Das war ein Doppel, ne? Eine Dreifachmaschine. Auch gut. Bergbauer. Dann eher Abwracker, aber nicht Abwrackgeschützturm, Tesla-Geschützturm. Den packen wir damit rein. Den nicht. Doppel-Eisen-Abwrackgeschützturm. Dreifach Point Defense MG, kommt da auch noch rein. Und was kriegen wir? Ein Doppel-Point Defense MG-Geschützturm. Schaden 0,7 ist nicht so der Bringer. Aber naja, dann sind wir erstmal mit durch. Ja, aber der hat auch nur 1,3 Schaden, weil die aus Eisen sind, ne? Aber das ist jetzt egal. Haben wir gemacht. So, jetzt geht es um unser Handelssystem für unseren Händler. Wo hatten wir das? Hier. Haben wir das jetzt gekauft? Ja, wir hatten das gekauft, oder? Ne, hier sind wir falsch. Fracht. Ist auch falsch. War das hier? Ja, hier ist es. Da ist es. So, jetzt muss ich den rufen. Kann vom Spieler aktiviert werden. Ruft einen Händler deiner Verbündeten benutzbar im Gebiet deiner Verbündeten. Also das passt. Seltene Artefakte hat er. So, dann rufen wir den jetzt. Rechtsklicken. Und benutzen. Wie können wir helfen? Jetzt muss ich den mobilen Händler nur finden. Wo ist er? Schnell da. Wo ist er denn jetzt? Da. Schnellstens dahin geflogen. Weil, ne, der hat ja jetzt was für uns und dann wollen wir gleich angekoppelt sein. In der Hoffnung, dass wir es kriegen. Ist ja ein Dockingport. Nee. So, mein Händler, Ausrüstung. Und dieses hier möchte ich haben. Jetzt kaufen. Die Handelsgilde. So, internes Verteidigungswaffensystem. Transporter-Software, Geschützkontrollsystem. Nehmen wir gleich schon wieder mit. Handelssystem auch. Generator-Bergbausysteme nehmen wir mit. Gut, das passt. Was haben wir hier? Irgendwo war auch... Oh, ne, hier war nichts. Hier war ein tolles Teil. Das ist aber schon wieder weg. Oder war das das? Ne. Ja, da müsste ich schon wieder einen Händler raufen. Aber wir haben ja eine neue Mission gerade gesehen. Das Experiment. Abenteuer hat von einem weiteren Xotan gehört. Da ist die Mail des Abenteurers. Die ist schon hier oben angekommen.
Hallo, ich habe von einem gescheiterten Experiment gehört. Vor einer Zeit hat jemand versucht, ein Raumschiff mit künstlicher Intelligenz zu bauen, das die Xotan bekämpfen soll. Das heißt, dass Xotan-Technologie darin verbaut ist. Du solltest es anschauen. Grüße, Kido Ilam. Ja, sehr schön. Ja, jetzt muss ich die KI rausfinden, wo die ist. Gut, okay. Hat der Händler hier schon Informationen für uns dahingehend? Es gibt mobilen Händler, die alle möglichen Dinge verkaufen. Du sollst deine Augen offen halten. Wenn sie keinen Kundschaft finden, springen sie nach einer Weile in den nächsten Sektor. Okay. Ja, super. Hast du von der KI gehört? Es tut mir leid, davon weiß ich nichts. Frage jemand nach dem Zentrum der Galaxie. Danke für deine Hilfe. Okay, dann wissen wir da auch Bescheid. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.